Da sind wir wieder. Und jetzt spielen wir mal Sterden. Ein prozedural generiertes Roguelike Side-Scroll-Shooter-Schmuck-Spiel. Das klingt, finde ich, ziemlich interessant. Da habe ich mir gedacht, da schauen wir mal rein. Das könnte cool sein. Ich presse mal den berühmten Any-Button. Dann schauen wir mal, ob das rockt, das Spiel. Das könnte jetzt nach so gemütlichem Animal Crossing genau das Richtige sein. Action! Hi, Captain! Okay, move ship around. Check. B, um zu schießen. Check. Es gibt scheinbar in dem Spiel extrem viele Waffen und Gegnertypen und alles Mögliche, was ziemlich crazy ist. Special Ability. Nahkampfangriff, ein Schwertangriff, okay. A bit blind for the moment. Okay, wir haben da oben unsere Lebensenergie. Bullet Blaster. Wenn die Energie leer ist, sterben wir. Einen Boss zu killen ist die einzige Möglichkeit, wie wir repariert werden. Und das ist unsere Waffe. Wir können zwei gleichzeitig haben. Such dir eine gute Kombination aus. Oh, was ist das da? Unsere Punkte. Okay, es gibt globale Score und so weiter. Ist egal. Shoot the first unprotected rock. The red color. Orange color is resistant to my gun. Und Purple heißt, ah, ich verstehe, Rot heißt normal, Pink heißt, ich mache super viel Schaden, Orange heißt, ich mache nicht viel Schaden. Zu wissen, welche Waffe gut gegen welchen Gegner ist und die Schwachstelle finden, ist wichtig. Jedes Level ist in Wellen aufgeteilt. Eine Welle ist abgeschlossen, wenn ich alle Gegner zerstört oder ihnen ausgewichen bin. Kill those enemies to get some points. Wenn Gegner sterben, kommt der Combo der Punkte Multiplier. Und einige Events geben nochmal extra Punkte. Na dann! Ach so! Auf X drücken. Jetzt habe ich Homing Missiles. Das ist zielsuchend. Und ich kann auf Y-Waffe wechseln. Okay. Na dann. Was zum? Wir sind unter Attacke. Engage. Wir sind unter Attacke. Das ist super übersetzt. All your base up belong to us. So, Tutorial abgeschlossen. Jetzt kann's losgehen. Laute Gitarrenmusik und bunte Action. Warnung. Piratenflotte. Detected. Kettensägen! Weltraumkettensägen! Oh nein! Ich bin schon getroffen worden. Ich muss besser aufpassen. Homing Missiles. Das finde ich gut. Wobei die natürlich, glaube ich, gegen so Massen von Gegnern eher gar nicht so gut sind. Ne? Da können wir, glaube ich, mit unserem Blaster uns besser durchsäbeln. Oh oh. Ein Boss oder wie? Bomber MK irgendwas. Okay. Ach du, holy shit, das ist ja richtig bullet hell hier. Okay, aber wir haben es geschafft.
Ich meine, richtig Bullet Hell wäre es, wenn wir nur ein HP hätten. Zum Glück. Ah, darf ich mir jetzt eins aussuchen? Next Gen Heavy Weapon. Die nehme ich. Das gefällt mir jetzt schon. Ich glaube, das ist wirklich cool, das Spiel. Ah, jetzt haben unsere. Jetzt schießen wir quasi mehr Missiles. Ich glaube, ich schieße jetzt immer ein Projektil gerade und eins ist zielsuchend, oder? Wir haben jetzt quasi unsere Homing Missiles verbessert. Oh oh. Gut, dass wir jetzt die Homing Missiles haben, ne? Oh, boah, ich meine, es ist trotzdem. Ah, jetzt habe ich hier. Jetzt habe ich hier mein Schwert gegen eine Kettensäge, also gegen so ein Sägenblatt ausgetauscht. Das ich jetzt quasi so permanent benutzen kann, wenn ich will. Finde ich cool. Dann würden wir irgendwo durchsägen sein müssen. Aber unsere Lebensenergie gefällt mir nicht. Ich glaube, das Spiel ist ziemlich cool. Wenn ich dran, also wenn die jetzt, wenn es wirklich genug verschiedene Waffensysteme gibt und die Kombinationen crazy genug sind, könnte das richtig gut sein. Eine von beiden Waffen, die ich da schieße, macht ziemlich gut Schaden gegen den Boss, die andere nicht so. Ah, dammit. Oh, dammit. Ah, puhuhu, mit unserem letzten HP-Pünktchen. Wow, cool. Okay, jetzt muss ich mal lesen, was da steht. Combo Boost, langweilig. Damage Boost, Improved Reconfiguration System. Do not stop shooting after swapping weapons. Ah, das ist vielleicht nicht schlecht. Heavy Weapon perfected. Wisst ihr was? Boost a Bot's Weapons perfected. Was für Bot's Weapons? Ich glaube, das muss ich mal nehmen, weil ich nicht weiß, was eine Bot's Weapon genau ist. Nicht wirklich was. Ich weiß immer noch nicht, was eine Bot-Weapon ist. Naja, schade. Vielleicht müsste ich erst so eine Bot-Weapon besitzen, damit dieses Upgrade, das ich gerade genommen habe, Sinn machen würde. Das ist möglich und wäre ziemlich schade. Sind die Dinger da jetzt Projektile, die mir Schaden machen? Kann schon sein, oder? Bin ich sicher. Oh shit. Auf einmal hört die Musik auf. Oh! Super Gun! Jetzt haben wir leider unsere Rakete halt nicht mehr, unsere Heavy Weapon nicht mehr. Und ich habe eigentlich Upgrades für die Heavy Weapon. Aber ich verstehe. Ich verstehe jetzt. Da muss man aufpassen. Was man upgradet, muss man auch besitzen. Man hat nicht immer nur eine Bullet Gun und eine Heavy Weapon, sondern es gibt ganz viele verschiedene Waffentypen. Und die können nach hinten schießen. Auch wichtig. Ja, try again, würde ich sagen. Für was ist es denn, Roguelike? Ready? Disco Fever! Aber man startet immer einfach mit dem Blaster. Wir sind der Blaster Master. Mit unserem Master Blaster. Das war gerade so knapp. Au. Das ist gemein.
wenn man da nach einer gewissen Zeit die Gegner quasi kennenlernt, hilft es bestimmt auch ungemein. Da ist wieder der Bomber, den kennen wir ja schon. Sind das doch immer die gleichen Bosse. Aber das ist jetzt gerade ein bisschen gemein, weil hier noch die Asteroiden sind, genau. Aber der greift anders an als beim letzten Mal. Der hat definitiv einen ganz anderen Angriffspattern. Oh, verdammt, ey. Oh, shit. Hahaha, das lief nicht gut. Das versuchen wir gleich nochmal. Das macht Spaß. Das macht echt Spaß. Das ist ziemlich cool. Lock and load. Ich fände es nur schön, wenn der Anfang ein bisschen mehr zufällig wäre. Wenn ich nicht immer mit der gleichen Waffe starten würde. Aber gut, okay. Ich sollte mich jetzt mal ein bisschen mehr konzentrieren. Ja. Aber Konzentration ist für Leute, die nicht reden müssen. Oh, was haben wir denn hier? Oh, warte mal. Aha, ich kann jetzt irgendwie Bots raushauen, die für mich kämpfen. Das heißt, ich muss nur noch ausweichen und lass die Bots für mich kämpfen. Das klingt ganz cool eigentlich. Kann man mal dazu auch. Ich meine, die sind auch ein bisschen verwirrend, die Bots, muss man schon sagen. Und schauen, wie sie den Boss fertig machen. Wow, der springt ein bisschen. Leider haben die Bots nicht unendlich viel Reichweite, ne, oder? Obwohl, vielleicht doch. Ich mag die Bots. Wenn es eins gibt, will ich ein Bot-Upgrade. Backfire, deflect damage to all enemies when hit. Combo, reduce combo loss, reduce physical collision damage. Enables to ray gun module. Was? Enables the ray gun module and vaporizer rocks and chunks. Makes enemies explode in death. Okay, das nehmen wir. Wenn Gegner explodieren, gibt es eine Kettenreaktion. Die können dann andere in die Luft sprengen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir mit unseren Bots gut durchkommen hier. Ich finde, die machen ihren Job sehr gut, die Bots. Ich bin begeistert. Oh, shit. Ne, die haben aber tatsächlich nicht unendlich viel Reichweite. Ne, warte mal, ich will die Bots behalten. Ich würde gerne meine Waffe wechseln. Ich habe vergessen, wie es geht. Ah ja, das ist jetzt mein Fusion Hyper Blaster, den wir gerade aufgehoben haben. Naja, der streut halt gut, aber, ne. Bleib ich lieber bei Bots, glaube ich. Aber ich muss echt besser aufs Ausweichen achten, Mensch. Wenn ich schon keinen Job mehr habe außer Ausweichen, muss ich das wenigstens machen. Die Bots sind halt schon auch... Die Schüsse von denen sind sehr... Oh, ist der gemein. Ich glaube, ich spinne. Verdecken halt schon... Oh, boah, was? Das habe ich jetzt überhaupt nicht gecheckt. Irgendein Rambock-Schiff kam die ganze Zeit von der Seite. Man kann irgendwie auch andere Schiffe freischalten, aber ich habe keine Ahnung wie. Na, schauen wir mal. Was wir noch so an neuen interessanten Waffen finden, vor allem, da bin ich gespannt. Sind wir schon beim Boss. Wow, shit. Ja.
mein Gott, der hört nicht mehr auf. Dankeschön. Okay, cool. Perfect Flawless Victory. Kein einziger Treffer. Sehr cool. Passives Schild. Ein Schild, wenn ich nicht schieße. Das klingt nicht nach mir. Do not stop shooting after swapping weapons. Hey, das ist voll blöd, weil ich habe keine von diesen Waffen. Ich kann mein Schwert verbessern, sonst nix. Naja, nee. Keine Ahnung. Dann verbessere ich schon mal meine Heavy Weapon in der Hoffnung, dass ich eine Heavy Weapon finde im nächsten Level. Das wäre gut. Schauen wir mal. Bei manchen Sachen bin ich mir nicht sicher, ob das Hindernisse sind oder nur Dekorationen manchmal. Wie dieses eine Raumschiffteil da hinten jetzt gerade. Oder das da. Aber ich denke mir, wenn ich nicht drauf schießen kann, dann ist es wahrscheinlich nicht echt, oder? Ach so, Razor Blade. Die neue Nahkampfwaffe. Oh, aber die ist cool. Yeah! Heavy Weapon, die brauche ich. Rockets. Die haben wir nämlich verbessert. Wenn wir jetzt bohren und gleichzeitig rocketieren könnten, wäre super awesome. Aber gut. Die Raketen finde ich auch schon gar nicht schlecht. Manchmal die Musik kurz aus, oder? Die Musik hat manchmal kurze Aussetzer. Das ist komisch. Na dann, was Zeit. Oh shit! Kannst du mal was anderes machen? Das macht mich fertig, dieser Angriff hier. Okay. Oh, kannst du wieder das machen, was du vorher gemacht hast? Das war so knapp. Ah, come on. Ich will mal schnell ins Menü schauen, weil ich wissen will, ob man da irgendwelche Hinweise kriegt, wie man die anderen Schiffe freischalten kann. Was das Ziel ist, was ich machen muss, um... Play 10 Games für den Daily Run Arena Koop. Ach, das kann man auch zu zweit spielen, oder? So cool. Oder zu mehrt. Ah, hier steht was, oder? Ah, das kann ich sogar schon nehmen. Das ist noch nicht verfügbar und die sind auch noch geheim. Aber die Fortress könnten wir schon nehmen. Heavy Armored, but weaker attack and slow. Oh, ich weiß nicht, ob ich das mag. Unleash a rain of rockets that freeze and deal high damage randomly. Hm, das klingt schon gut. Aber da steht jetzt auch nicht, wie man den kriegt, oder? Ah ja, die Special Ability habe ich ganz vergessen. Was hat denn der gleich nochmal für eine Special Ability? Deliver devastating punching with melee weapons. Ach, ist die Melee Weapon die... Da müssen wir jetzt mal schauen. Das habe ich nicht ganz gecheckt, glaube ich, mit den Special Weapons. Ah ja, tatsächlich, warte mal. Das ist seine Spezialattacke. Gefällt mir besser als das Schwert, muss ich sagen. Wow. Kann ich vor allem relativ häufig machen. Also, relativ, ja. Irgendwelche Bots.
weiß nicht, ob ich die Bots gut finde, ehrlich gesagt. Ich glaube, da bleibe ich lieber bei meiner anderen Waffe. Okay, cool. Erster Boss. Den ersten Boss haben wir wieder geschafft. So, was haben wir? Quick Reload Weapons and Shield Reload Faster. Shield Breaker Weapons and Module Break Enemy Shield. Health Boost. 2 Energiepunkte mehr. Next Heavy... Ah ja, das wäre was für uns. Wir haben eine Heavy Weapon. A Fire Blaster ist eine Heavy Weapon. Enable the Mini Rocket Mod. Okay, nehmen wir. Jetzt haben wir zusätzlich zu unserem Schuss Mini Raketen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich habe gerade irgendwas zu essen gezaubert. Was hast du denn gezaubert? Sind das denn im Hintergrund verbündete Schiffe oder feindliche? Wer weiß. Heavy Blaster. Das ist aber eine Bullet-Waffe. Habe ich wieder bei. Oh, so viele Kettensägenschiffe. Was ist denn jetzt los? Das Spiel ist ziemlich cool. Kann man nichts sagen. Auch wenn mich die Rambock-Schiffe sehr irritieren, weil ich die immer nicht richtig sehen kann. Der Frachter MK3 irgendwas. Na dann. Und los geht's. Au. Ich dachte schon, wir haben schon gewonnen. Das wäre es jetzt gewesen. Ich hätte mich schon gewundert. Ah, damn it. Okay, geschafft. Also die Besserung, ich muss sagen, ich habe den unterschätzt. Die bessere Panzerung ist schon ziemlich nützlich bei dem. Muss man schon sagen. Sword Laser Temporary. Unleash a Shockwave. A Physical Collision. Contact Weapon. Next Gen Contact Weapon. Ich nehme mal das da. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ist das permanent? Absorbiere ich jetzt Laserschaden einfach besser oder so? Gebratener Reis mit Ei. Ja, das geht immer. Das verstehe ich. Das ist jetzt ein bisschen mies. Wenn ich jetzt nicht meine Raketen rechtzeitig kriege, haben wir echt ein Problem. Gut. Ah, da war jetzt, glaube ich, mein Laserschild. Wir hätten gerade Schaden bekommen. Das lädt sich immer wieder auf und absorbiert, aber wirklich nur diese Laser, nicht diese Schüsse hier. Es wird mir zu irre hier. Ich weiß nicht, ob es an der Uhrzeit liegt oder an meinem geistigen Zustand oder ob mein Spiel einfach viel mehr Übung braucht. Aber ich finde es gerade sehr irre, was hier passiert. Ein Schwert will ich nicht. Da behalte ich doch lieber die Raketen hier, anstatt die Schwert. Bitte. Ah, oh, komm schon. Komm schon, Spiel. Die TARDIS! Das ist ein nettes Easter Egg. Oh mein Gott. Ah, come on. Ist das mies hier.
Okay, Bosszeit. Destroyer, Ja, zielsuchende Raketen, das ist nicht nett. Die kann ich aber abschießen, das ist schon nett. Aber dann kann ich ihm keinen Schaden machen. Aber die sind echt zielsuchend, verdammt nochmal. Ich muss die abschießen. Die kann ich nicht so einfach ausweichen. Jetzt macht er gleich was. Nicht um die Uhrzeit. Nicht jetzt mit meiner Reaktionszeit, mein Freund, bitte. Das geht so nicht. Ich glaube, das war ein One-Hit-Kill-Shot gerade. Ach, so schade, dass wir nicht weiterkommen. Use the Arena and the Boss Rush Mode to practice. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, das ist cool. Wenn ich das sehe, kriege ich Lust auf Contra. Mhm. Contra wäre cool. Okay, Arena-Modus. Was heißt denn der Arena-Modus? Da kann ich wirklich Bosse üben. Bomber. Regatten, aber nur die, die ich schon besiegt habe wahrscheinlich. Und da gibt es doch einige anscheinend. 21 verschiedene Bosse gibt es scheinbar. Die alle ihre eigenen... Aber da kann man die ein bisschen trainieren. Achso, da kann ich mir auch Waffen aussuchen, die ich gern benutzen würde dafür. Naja, trainieren will ich jetzt nicht. Will ich nichts üben. Will welche kaputt hauen. Wie kriege ich denn den da? Würde ich gern wissen. Wisst ihr was, machen wir noch einen Run mit dem hier, würde ich sagen. Einer geht noch. Ups, das wollte ich nicht. Oh, es ist übrigens schon eins. Ich habe die Halbzeit ganz übersehen. Cool. Das heißt, nur noch 11 Stunden. Oh, komm schon, das läuft echt überhaupt nicht gut. Der Boomerang. Ich finde den cool. Oh, aber wenn ich den nicht fange, dauert der ewig zum Wiederaufladen. Ist aber wirklich so ein One-Hit-Kill, ziemlich, oder? Ah, der haut rein. Ah, das wäre fast eine Überlegung wert, aber wie gesagt, wenn ich den nicht fange, ist es blöd. Das ist, ich habe nicht gerade das schnellste Schiff. Das macht es mir gerade, weiß ich nicht recht. Ich glaube, ich nehme lieber mal das da. Wirklich? Nee, dann nehme ich lieber den Boomerang. Nee, ist ein Quatsch jetzt hier. Was? Das neue Contra, das habe ich nicht gespielt, aber das sieht nicht so toll aus, oder? Das sieht irgendwie nicht so gut aus. Na gut, ich nehme wieder die Raketen zu unserem... Ach so, wisst ihr was? Ich glaube, ich level unseren Boomerang hoch. Raygun Module. Ne, dann kriegen wir eine Raygun zu unserem Boomerang. Na, hoffen wir mal, dass das eine gute Idee war. Das ist, glaube ich, eher so eine... Ich glaube, das könnte eine mächtige Waffe sein, aber ich bin mir nicht sicher. Also jetzt habe ich zwei Waffen, die zwar echt stark, aber super langsam sind. Danke, ja, da bin ich gespannt. Vielleicht nehme ich lieber was anderes. Oh ja, das gefällt mir besser als der Boomerang. Das finde ich schon besser hier. Das gefällt mir. Einfach ein riesiger Beam. Und dann habe ich noch einen kleinen Support-Beam. Finde ich gut. Das gefällt mir. Hallo? Geht's noch?
Ninja-Bots habe ich jetzt noch bekommen. Keine Ahnung, was das ist. Ah, die werfen Samurai-Sterne. Das ist nett, aber jetzt brauchen wir so einen dicken Laser, glaube ich. Dicker Laser für dicken Boss. Wow, der wollte uns gerade rammen. Was für ein Arsch. Ja. Holy Potato, wie soll ich ihn da ausweichen? Das gibt's ja nicht. Der ist zu schnell für mein langsames Schiff. Aber dafür hält er nicht genug aus für meinen riesigen Laser. Ich möchte den Laser noch mehr upgraden, bitte. Ach, schade, ist nichts in der richtigen Farbe dabei. Was haben wir denn dann? Guardian Angel. Avoid the fatal blow once per level. Hm. Damage Boost. Weapons and Module. Deal plus 10%. Jede Waffe? Ich glaube, jede Waffe. Oder mehr Schaden einfach. Das wäre schon gut. Das nehmen wir. Mehr Schaden. Mehr Schaden ist es. Das ist cool, dass die Gegner auch mit Asteroiden zusammenfallen. Das mag ich. Ah, komm schon! Ah, das hätten wir vermeiden können. Schade. Lief so gut bis jetzt. Warte mal, die Ninja-Bots würde ich gern tauschen gegen was auch immer das da ist. Ein absolut bescheuertes Ding. Schnell wieder zurückwechseln. Nein, 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 nein. Ich will meine Raketen behalten. Nix da. Bosszeit! Diesmal sind wir mit guter Energie reingekommen. Schauen wir mal, ob wir ihn schaffen. Du spinnst, Boss. Du spinnst einfach. Ah, shit. Das ist nicht nett, was er da macht. Er hat uns ganz schön viel Energie abgezogen gerade. Mit einem einzigen Angriff. Ah, shit. Yeah! So weit waren wir noch nie. Holy shit, ist das irre und echt ziemlich cool. Okay, das haben wir hier. Laser wird abgewehrt. Combo Protection. Reflects Damage to All Enemies. Semi-Automatic Weapons are Fully Automatic. Nee, das brauche ich auch nicht. Ich habe eine vollautomatische. Brauche ich alles nicht. Dann, dass Gegner, die mir Schaden zufügen, selber Schaden kriegen. Sollte zwar nicht passieren, aber wir haben einen Tank. Wir haben ein Schiff, das viel aushält und lahmarschig ist. Das ist eigentlich die Fähigkeit für das. Wo bin ich? Das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Ich glaube, die Kettensägen können mich verschieben. Das ist ein bisschen weird, aber ja. Ich glaube, wenn die nicht mehr laden, verschieben die mich.
Das Spiel wird so schnell, so irre, dass es echt cool ist. Aber auch ein bisschen irre. Ah, nein, das gibt es nicht. Wie blöd war das denn? Wenn ich nicht schieße, kann ich einen Tick schneller fliegen. Ah, komm schon. Was ist denn jetzt bitte los? Hallo? Spinnen die jetzt? Das gibt's ja echt nicht mehr. Ist aber schon cool gemacht. Und war das wirklich so schön. Also die Wellen sind offensichtlich nicht komplett zufällig, sondern schon so. Oder vielleicht nur zum Teil zufällig, ich weiß es nicht. Aber ein paar von den Wellen waren auf jeden Fall schon genauso vorbestimmt. Ne? Oh, jetzt wird es aber ein Cruiser. Ja, da werden wir jetzt ziemlich sicher genau übergehen. Wow, okay. Da habe ich jetzt überhaupt nicht mitgekriegt, was uns da erwischt hat. Aber so weit sind wir noch nie gekommen. Ah, das könnte... Guck mal, ich glaube, es heißt, es gibt irgendwie 4 Möglichkeiten für den ersten Boss, 3 Möglichkeiten für den zweiten und so weiter, ne? Und am Schluss die letzten beiden Bosse. Aber ich habe beim Boss Rush schon gesehen, dass es noch wesentlich mehr gibt als die hier. Aber gut. Ja, ziemlich cool. Ziemlich cool, würde ich sagen. Aber ich habe jetzt erstmal ziemlich genug. Jetzt spielen wir erstmal wieder ziemlich was anderes, würde ich sagen. Ich mache mal kurz den Stream aus, aber nur, dass das Video nicht so lang wird. Aber ich starte gleich wieder mit dem nächsten Spiel. Das wird wieder ein kleineres, suchen wir uns eins aus. Bis gleich.